Hallo und willkommen bei Die Autotester, heute mit einer Verbrauchsfahrt und zwar mit dem Kia e-Soul. Der Soul, das ist der erste Kia, den es nur noch rein elektrisch gibt, zumindest bei uns in Europa. Und wir wollen jetzt mal schauen, was braucht der hier eigentlich mit seinem 150 Kilowatt starken Antrieb, wenn wir damit 100 Kilometer fahren, über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Und natürlich schauen wir auf das Thema Reichweite, wir schauen auf das Thema Laden der Batterie und es gibt dazu noch viele weitere Informationen, zum Beispiel zum Thema Komfort, Fahrdynamik, Kofferraum, Platzangebot und vielen, vielen Dingen mehr. So, jetzt machen wir uns auf den Weg in unserem Kia e-Soul. Und wie immer fahren wir 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Und da wir eben nicht an einer Ladesäule oder Tankstelle starten müssen, wollen, sollen, sondern bei mir zu Hause, ist die Route ein bisschen anders als sonst. Nämlich, eigentlich ist die Route gleich, der Startpunkt ist ein anderer. Aber egal. Unser Kia e-Soul, der wird angetrieben von einem 150 kW bzw. 204 PS starken Elektromotor und der soll 15,7 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer verbrauchen. Und unser Soul hier, der hat die große Batterie an Bord, die kommt eben zusammen mit dem großen Antrieb, also mit dem großen Motor. Und das heißt, wir haben 64 Kilowattstunden maximale Kapazität in der Batterie. Und damit soll der Wagen bis zu 452 Kilometer, wenn ich es richtig im Kopf habe, rein elektrisch fahren. Wir versuchen jetzt einfach mal, was tatsächlich rauskommt an Verbrauch, wenn wir hier 100 Kilometer ganz normal Auto fahren, also ohne irgendwelche Zicken, ohne besonders langsam, sparsam oder wie auch immer zu fahren und auch natürlich ohne uns nicht an die Verkehrsregeln zu halten. Auch das werden wir beachten. Wir haben heute ein bisschen mehr Wind, das ist ein bisschen schade, weil man das einfach hört hier im Auto. Das jetzt gerade war der Lane Assist, den schalte ich mal eben aus. Und das wird man ein bisschen hören, das ist nicht zwingend das Auto. Also wir haben schon relativ häufig, relativ heftige Winde. Aber da wir mehr oder weniger im Kreis fahren, sollte das jetzt auf den Verbrauch nicht den riesen Einfluss haben. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir landen werden, ob wir an den Wert rankommen, den Kia hier angibt. Wie immer, für alle, die es noch nicht kennen, ich habe natürlich das Fahrzeug klimatisiert. Das machen wir immer so. Die Klimaanlage läuft auf 22 Grad, auf der niedrigsten Lüfterstufe, hoffe ich. Und kann ich hier einstellen. Ja, ich werde gleich mal gucken, müsste aber schon unten sein. Wir haben eine aktuelle Außentemperatur von 16 Grad. Es ist also nicht kuschelig warm, aber auch nicht kalt. Und fahren jetzt los, losgefahren mit einer Reichweite von ca. 170 Kilometern Restreichweite. Der Hintergrund da liegt daran, dass ich später, jetzt werden wir erstmal überholt, sehr clever, obwohl vor uns ein LKW ist. Der Hintergrund hier ist, dass ich praktisch direkt im Anschluss an dieses Fahrvideo, an diesen Test hier, auch noch das Laden ausprobieren möchte. Und zwar möchte ich wirklich wissen, wie schnell sich unser Auto an einem Schnelllader, und ich rede von einem echten Schnelllader mit bis zu 300 kW Leistung, wieder auflädt. Das probieren wir aber separat und das wird auch ein separater Clip werden. Nur falls ihr es interessiert, das werdet ihr dann auch noch finden können. Das jetzt aber erstmal so als kleine Einleitung für die heutige Verbrauchsfahrt im Kia e-Soul. Wer sich für einen e-Soul interessiert, der muss bei Kia mindestens ganz knapp unter 34.000 Euro auf den Ladentisch legen. Dafür gibt es allerdings den mit dem kleineren Antriebsstrang. Das heißt, wir reden dann nur über 100 kW Leistung und auch über eine kleinere Batterie mit logischerweise geringerer Reichweite. Unser Fahrzeug, das wir hier fahren, in der Ausstattung, wir fahren die Top-Ausstattung, das liegt dann schon eher bei rund 43.000 Euro. Und dafür brauchen wir hier aber kaum noch was dazu kaufen, denn der Wagen ist eigentlich voll ausgestattet. Hier bei uns kommt noch dazu das sogenannte Lounge-Paket und es kommt noch dazu die Lackierung, die wir im Fahrzeug haben. Das ist summa summarum nochmal 1500 Euro extra. Das war's, dann ist das Auto voll ausgestattet. Den e-Soul, den gibt es wie viele andere Kia-Modelle auch in drei Ausstattungsvarianten, nämlich Edition 7, Vision und Spirit. Und wir fahren hier die höchste Ausstattungsvariante. Nichtsdestotrotz, aber bereits die Edition 7, die ist schon sehr ordentlich ausgestattet. Der Wagen hat zum Beispiel ab Werk immer mit an Bord, eine Klimaanlage, der hat eine Rückfahrkamera mit an Bord. Ich habe hier ein digitales Autoradio drin, ich habe ein 7 Zoll Touchscreen Radio, Apple CarPlay, Android Auto ist mit an Bord und vieles, vieles mehr. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr, sehr ordentlich für so ein kleines Fahrzeug. Wobei, klar, ist nicht ganz billig, aber wirklich sehr viel.
was es zusätzlich noch gibt und was es in der Basis tatsächlich so alles gibt. Hier mal die Liste mit den wichtigsten Details. Da könnt ihr euch in Ruhe umschauen, um einfach mal zu sehen, was gibt es und vor allen Dingen, was gibt es dann auch, wenn ich die nächsthöheren Ausstattungspakete wähle, denn da passiert dann schon noch mal ein bisschen was. Zum Beispiel ein wichtiger Schritt, denke ich, wenn man die nächsthöhere Ausstattung wählt, die mittlere, dann gibt es bereits ein 10,25 Zoll großes Display hier in der Mittelkonsole mit einem entsprechenden Infotainment-System. Das ist auch das, was wir hier im Auto haben. Und wie gesagt, digitales Cockpit habt ihr sowieso schon mit an Bord. Also damit seid ihr mehr als ordentlich aufgestellt. Und was die Top-Version bietet, das seht ihr hier ebenfalls. Da sind dann nochmal Kleinigkeiten. Darüber hinaus könnt ihr noch Pakete hinzukonfigurieren und ein paar Einzelbausteine. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz, damit ihr auch da eine Idee bekommt, was Kia hier anbietet und was das separat kostet. Wobei, ganz ehrlich, wenn ihr das Auto in der mittleren oder höchsten Ausstattung bestellt, dann habt ihr eigentlich alles mit an Bord, was man irgendwie brauchen könnte. Ich denke, da bleiben kaum noch Wünsche offen. Sprechen wir noch mal kurz über das Thema Platzangebot im Auto. Der e-Soul, der bietet hier vorne für Fahrer und Beifahrer wirklich vernünftige Platzverhältnisse. Ich sitze ordentlich im Auto und habe über meinem Kopf noch so ein 3-4 cm Luft. Schulterfreiheit habe ich auch genug. Beinraum ist auch da und ich könnte im Sitz auch noch weiter nach hinten, wenn ich wollte. Sitze wirklich vernünftig und kann das ganze Auto auch so einstellen, dass, sag mal, die Lenkradposition passt, die Kopfstütze passt auch für große Menschen. Das ist alles sehr, sehr schön. Das Thema Sitz, der macht auf mich einen guten Eindruck. Der ist auf jeden Fall bequem genug. Ich hätte die Beinauflage gern ein bisschen länger, aber das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ansonsten gibt er genug Seitenhalt und bietet auch mehr als genug Komfort. Wie das hinter mir aussieht, ob ich hinter mir noch Platz habe oder nicht, das schauen wir uns natürlich wie immer bei einem separaten Stopp an. So, und jetzt der geplante Zwischenstopp. Kann ich hinter mir sitzen? Mein Sitz vorne, nicht verstellt. Schauen wir mal, ob ich hinten reinpasse. Die Tür geht weit genug auf. Ich schaue es mir an. Achtung. So, also die Kopffreiheit, die ist völlig ausreichend. Die habe ich noch bestimmt knapp eine Handbreit zwischen dem Dach und meinem Kopf. Kniefreiheit ist hier vorne auch gut. Das reicht auf jeden Fall auch für längere Strecken. Was aber hier genauso ist wie im e-Niro, ich habe sehr wenig Platz für meine Füße, kann sie kaum bewegen. Und meine Knie, die sind relativ weit hoch. Das ist einfach nicht schön, das ist nicht angenehm auf Dauer. Also ich sitze als großer Mensch mit den Knien sehr weit oben und habe eben wenig Spielraum für die Füße. Ansonsten platzmäßig reicht es im Grunde genommen völlig. So ein kleiner Soul, der, finde ich, sollte aufgrund allein schon seiner Optik auch praktisch sein. Und damit sind wir beim Thema Ablagen. Hier im e-Soul finde ich vorne in den Türen vernünftige Ablagen, auch mit Platz für kleinere Flaschen hier vorne. Absolut in Ordnung. Dann habe ich hier unten nur eine Klappe, kein Fach, aber dann habe ich in der Mittelkonsole an den Seiten, praktisch so ein bisschen unterhalb der Konsole, noch kleine Fächer auf beiden Seiten, wo ich was reintun kann. Auch perfekt zum Beispiel für ein Portemonnaie oder ein Handy, das keiner sehen soll. Dann gibt es in der Mittelkonsole vorne ein Fach, da kann man super ein Telefon reinigen, denn da wäre auch das induktive Laden zu finden. Dahinter haben wir die Schaltkulisse, die rechts und links flankiert wird von zum Beispiel der Bedienung der elektrischen Sitzheizung hier oder der Sitzbelüftung. Und dahinter habt ihr eine Ablage in der Mitte mit zwei Becherhaltern. Auf der linken Seite noch ein zusätzliches Fach hinter dem Hebel für die elektronische Parkbremse. Und dann gibt es nochmal die Mittelarmlehne, die leider nicht verstellbar ist. Und darunter findet ihr nochmal ein kleines Fach. Ich muss mal reingucken. Naja, so klein ist das Geld. Da passt schon ein bisschen was rein. Also schon ein bisschen was zum Aufheben. Auf der Rückbank gibt es nur in den Türen kleinere Ablagen. Und es gibt hier aber keine Mittelarmlehne und somit auch keine Becherhalter in der Mittelarmlehne. Wenn ihr euer Telefon hier im Auto nicht kabellos laden wollt, sondern das Kabel nutzen wollt, dann findet ihr hier oberhalb von der induktiven Ladeschale einen direkt sichtbaren USB-Anschluss. Rechts daneben hinter der Klappe noch einen weiteren und links daneben noch so einen Zigarettenanzünder als Buchse. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal einen Ladegerät oder ähnliches einstecken. Also ich denke, für die Leute hier vorne ist da für alles gesorgt. Da wird sich sicherlich keiner beschweren. Eine weitere Ablage gibt es hier oben, und zwar in dem mittleren Fach, nämlich für die Brillenträger von uns. Da könnt ihr unter anderem die Sonnenbrille oder aber eben Lesebrille oder ähnliches unterbringen. So, wir haben jetzt die ersten rund 15 Kilometer hinter uns. Und was zeigt er an? 13,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist doch mal ein ganz vernünftiger Wert dafür, dass wir erst losgefahren sind und bisher über Land unterwegs waren.
Und mal kurz über das Thema Materialien und Verarbeitung sprechen. Macht sicherlich auch mal Sinn. Wenn ich mich hier umschaue, dann finde ich hier oben Soft Touch, hier Soft Touch, hier Soft Touch, hier unten dann schon Plastik, Seitenplastik in der Mittelkonsole, obendrauf ein bisschen Hochglanz, zwar um die Schaltkulisse herum. Und natürlich hier diesen großen Bereich, wo das Infotainment untergebracht ist. Sehr großer Hochglanzbereich. Aber sehr viel so schwarz in schwarz in schwarz. Wir finden diesen Hochglanzbereich auch nochmal hier außen um die Lüfterdüsen herum, sodass wir schon, finde, eigentlich einen vernünftigen Mix haben. Und das wirkt alles, wie ich finde, sehr ordentlich. Also da gibt es nichts zu meckern. Und in dieser Fahrzeugkategorie, das hier unten im unteren Bereich des Armaturenbretts Kunststoff auftaucht, kann ich absolut im Leben. Die Türen ist das gleiche. Ich habe hier unten dann schon eher, wie gesagt, die weicheren. Also hier noch ein bisschen Weichmaterial, aber hier unten drunter dann schon wieder härtere Sachen. Ist für mich aber völlig okay. Was ganz schön geworden ist, was wirklich auffällt, das ist hier die Optik, die wir hier vorne vor den Türgriffen haben. Zum einen eine Optik, die wir auch auf den Felgen des Autos finden, finde ich tatsächlich einfach eine spannende oder interessante Lösung. Darüber hinaus finde ich tatsächlich die Gestaltung des Interieurs, gerade hier im vorderen Bereich, wirklich schön. Also dieses Thema mit den Luftausströmern hier an den Seiten, das ist schön aufgenommen. Das ist mal eine besondere Formgebung. Da sind, glaube ich, dann eben die Lautsprecher. Dann haben wir hier die große Mitte. Das erinnert so ein bisschen an die Mini mit dem großen, runden Instrument hier. Finde ich persönlich eine schöne Geschichte. Gibt dem Auto so ein bisschen eigenen Charakter, so ein bisschen mal was Besonderes. So sieht eben innen nicht jedes Auto aus. Und ich finde, das macht insgesamt einen sehr ordentlichen Eindruck. Wenn ich mir das Lenkrad anschaue, das ist auch wieder typisch Kia. Ich habe hier die Instrumente, also die Bedienelemente auf der linken Seite fürs Telefon, fürs Audiosystem. Ich habe auf der rechten Seite die Möglichkeit, meinen Tempomaten zu bedienen, inklusive Abstand und so weiter. Und ich kann hier aber auch durch die Menüs hier vorne im Cockpit fahren. Das kann man jetzt gerade sehen. Da kann ich mir die einzelnen Positionen anschauen und kann dann eben über den Hebel auch noch die Untermenüs wählen, sodass ich das tatsächlich auch komplett vom Lenkrad bedienen kann. Unser Auto hat übrigens, da es sich um die höchste Ausstattungslinie handelt, auch noch ein Head-Up-Display mit an Bord. Wichtig ist, das kann man so gar nicht dazu bestellen, das ist mit an Bord, und zwar bei der Ausstattungslinie Spirit, ansonsten nicht. Das ist aber kein, wie ich immer so schön sage, vollwertiges Head-Up-Display, denn das ist eins mit so einer eingebauten kleinen Scheibe, auf die projiziert wird. Das ist für große Leute relativ schwer ablesbar. Man kann es zwar einstellen, aber dann sehe ich trotzdem den, sag mal, obersten Anzeigebereich fast schon angeschnitten, wenn man so groß ist wie ich zumindest. Das auf jeden Fall mal ausprobieren, bevor ihr euch sag mal, wegen zum Beispiel des Head-Up-Displays für diese Ausstattungslinie entscheidet. Ich denke, man kann da gegebenenfalls auch drauf verzichten, aber wenn es dabei ist, schaden tut es nicht. Wenn wir uns unseren e-Soul von vorne anschauen, dann fällt auf, der ist nur 1,80 Meter breit, wirkt aber irgendwie deutlich kräftiger. Und ein Grund dafür, das sind diese extrem schmal geschnittenen Scheinwerfer, die hier in der Mitte über so ein Chromband verbunden sind, das sich unter Glas befindet. Das wirkt im ersten Moment wie so ein durchgehendes Lichtband und gibt dem Auto einfach ja sehr viel mehr Breite, weil es die Höhe reduziert. Dann wichtig zu wissen, diese Scheinwerfer sind immer in LED ausgeführt, da müsst ihr also für LED-Scheinwerfer nichts dazu zahlen. Und bei unserem e-Soul sind die Blinker und auch das Nebelschein, die Nebelscheinwerfer hier nach unten gerutscht. Das kennt ihr zum Beispiel von der Optik her so ein bisschen vom Kia Ceed. Da haben wir unten dieses Ice Cube Design gehabt. Das heißt, hier den ganzen Bereich separiert. Um dem Wagen noch so ein bisschen mehr Kraft auf der Straße zu geben, haben wir hier unten so einen angedeuteten Kühlergrill, der nach unten breiter wird. Und das sorgt einfach dafür, dass das Auto kraftvoll von vorne dasteht. Und damit wir alle nicht vergessen, was wir fahren, nämlich ein Elektrofahrzeug, gibt es hier vorne natürlich die große Ladeklappe. Was wir laden können, wie wir laden können, wie schnell das geht, das schauen wir uns nochmal separat an. So, jetzt kommen wir gleich an eine Stelle, wo wir uns ein bisschen das Thema Fahrwerk und Lenkung etwas genauer anschauen können. Da gibt es ein paar schöne Kurven. Und es ist bei dem Kia e-Soul ganz ähnlich wie bei dem e-Niro. Der e-Soul ist extrem straff abgestimmt, finde ich zumindest. Das fällt auf so einer glatten Straße wie jetzt kaum auf. Da macht er einen vernünftigen Eindruck. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein bisschen flotter fahre, denn jetzt darf ich wieder, dann liegt er einfach sehr schön satt. Aber die Lenkung vom Auto, die ist zum einen sehr direkt. Also das ist, wenn ich hier so ein bisschen bewege, das ist so, fühlt sich so ein bisschen an wie fast ein Modellauto. Das geht also extrem schnell, dass der Wagen reagiert. Finde ich für so ein Fahrzeug fast schon ein bisschen nervös. Und wenn ihr langsamer fahrt, dann merkt ihr beim Fahrwerk, dass es eben da doch so ein paar leichte Schwächen gibt, denn der Wagen meldet halt Bodenunebenheiten schon relativ deutlich, nicht super unkomfortabel, aber deutlicher durch, als man das von manch anderem Fahrzeug kennt. Aber ansonsten, wenn ihr eben so sagt, ihr wollt mit dem Auto ein bisschen flotter unterwegs sein, das geht, das kann er.
Zumindest vermittelt er das, dass er so ein bisschen sportlicher gefahren werden kann. Und das macht dann auch durchaus Spaß, wobei man natürlich auch bei diesem Fahrzeug schnell an eine Grenze gerät. Denn das ist halt ein Elektroauto, ist damit nicht ganz so leicht. Wir reden hier, glaube ich, über 1700 Kilo sowas um den Dreh. Und davon sind rund 450 Kilogramm die Batterie. Das wiederum hat den Vorteil, das gibt einen tiefen Schwerpunkt. So, wir haben jetzt etwas mehr als 25 Kilometer hinter uns und sind jetzt bei einem Wert Verbrauch 12,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich finde, immer noch absolut annehmbar. Bei unserem Infotainment, das gilt übrigens aber auch für das Kleine, gibt es natürlich immer Apple CarPlay und Android Auto dazu. Das ist Serie, das heißt, ich kann mein Telefon hier relativ schnell anschließen und völlig problemlos benutzen. Und bei diesem 10 Zoll großen System, das wir hier drin haben, das übrigens der Hingucker eigentlich im Auto ist, ist es so, dass man zum Beispiel auch noch die unterschiedlichen Bereiche des Bildschirms hier anpassen kann. Das heißt, ich kann diesen Startbildschirm, da kann ich sagen, welche Teile will ich da drin haben, welche will ich nicht drin haben und kann mir das damit so zusammenbauen, wie ich es gerne hätte. Und darüber hinaus kann ich auch noch die Symbole bearbeiten, die ich sehen will und wo ich sie sehen will. Also finde ich persönlich eine sehr schöne Geschichte. Wenn man sich da mal ein bisschen auseinandersetzt, kann ich nämlich so das Infotainment genau auf die Bedürfnisse anpassen, die ich habe. Ich muss mich nicht mit dem zufrieden geben, was mir der Hersteller vorgibt. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie gut unser eSoul hier geht. Einmal draufgetreten. Er hat Frontantrieb, aber wir sind jetzt bei Tempo 100. Also ich glaube 7,9 ist der Beschleunigungswert von 0 auf 100, der angegeben wird. Macht auf jeden Fall für so einen kleinen Wagen einen vernünftigen Eindruck. Reicht locker. So, jetzt haben wir wieder eine Ecke, wo wir ein bisschen flotter fahren können, also schnellere Kurven fahren. Hier haben wir allerdings auch einen Untergrund, der nicht ganz so hundertprozentig ist. Und der federt das schon sauber weg. Also ihr müsst jetzt nicht das Gefühl haben, dass ihr hier durch die Gegend geschlagen werdet oder dass hier Sachen hart durchkommen, der federt die schon weg. Aber das liegt jetzt in einer etwas höheren Geschwindigkeit. Da macht das einen guten Eindruck. Aber auch hier ist die Lenkung schon wirklich sehr, sehr direkt. Und das muss man mögen. Also da kenne ich genug Leute, die sagen, nee, ich weiß, es hat sich damals Leute beschwert über die neuen Audi A4, dass die Lenkung zu präzise sei. Dagegen ist das hier wirklich nochmal eine Hauchschärfer. Da gibt es sicher Leute, denen das nicht gefällt. Wie gesagt, zum etwas sportlicheren, zügigeren Fahren toll. Zum durch die Gegend cruisen bedingt. Geeignet zumindest auf einer kurvigen Strecke. So, jetzt sind wir ein bisschen langsamer unterwegs. Und jetzt merke ich eben auch diese Unebenheiten hier deutlicher. Das ist dann eben schon so, dass man da leichte Abstriche machen muss. Unser Kia eSoul, der kommt stets auf 17 Zoll Alurädern vorgefahren. Ich finde aber, das reicht beim Auto vollkommen aus. Und was mir sehr gut gefällt, ist die Oberfläche hier auf der Felge, denn die finden wir im Innenraum auch wieder. Dann ist wichtig, wir haben ja diese Zweifarblackierung mit dem Blau und dem Schwarz, die ist aufpreispflichtig. Ein wichtiger Hinweis ist aber, wenn ihr ein Glasdach haben wollt, geht das nicht. Da könnt ihr nur eine Unilackierung bestellen, denn dann kriegt ihr dieses schwarze Dach nicht. Dann bei unserem Auto, was mir positiv auffällt, das ist die Dachreling in dieser eloxierten Optik. Die hebt sich einfach sehr schön vom schwarzen Dach ab, finde ich, wertet das Auto noch mal ein bisschen auf. Und was mir beim eSoul auffällt, der ist halt sehr kastig, genau wie der normale Soul früher auch schon. Hat aber den Vorteil, der Wagen soll natürlich dadurch im Innenraum möglichst viel Platz bieten. Und der ist insgesamt knapp unter 4,20 Meter lang, hat einen Radstand von 2,60 Meter und ist 1,60 Meter hoch. Also vernünftige Maße, die wirklich viel Innenraum versprechen, eben auch dank des großen Radstands. Unser Fahrzeug hat ab der B-Säule die abgedunkelten Seitenscheiben, die sogenannte Privacy-Verglasung. Ich finde, das passt sehr gut zusammen mit dem schwarzen Dach und dem Kontrast zu dem Blau hier. Außerdem zwei Dinge, die mir beim Design sehr gut gefallen. Zum einen, der Wagen verjüngt sich hier in der Fahrzeugmitte ein bisschen. Das betont die Radhäuser und gibt da ein bisschen mehr Kraft. Und dann haben wir noch diese Fenstergrafik, die sich hier nach hinten ansteigt und dadurch diese kastige Form des Autos ein bisschen aufbricht und ein bisschen nach vorne pusht. Und damit wir nicht vergessen, was wir fahren, gibt es hier noch eingraviert den Soul-Schriftzug. So, jetzt kommt hier wieder diese Kurve Richtung Autobahn, also bevor es auf die Richtung Autobahn geht, die wir eigentlich mal etwas flotter fahren. Ich probiere das heute Mittag mal aus. Wir lenken spät ein. Da seht ihr, der Wagen neigt sich null. Also der bleibt komplett in der Waage. Das ist minimal, was da passiert. Was mich gewundert hat, ich habe die Reifen nicht gehört. Also auch da ist das Gripniveau noch da. Ich denke, das ist für so ein City-Crossover mehr als in Ordnung. So, und jetzt geht es gleich für uns auf die Autobahn. Mein Navigationssystem sagt mir hier 700 Meter noch. Dann fahren wir drauf. Der
E-Soul, der kann jetzt mal kurz zeigen, wie er beschleunigt. Das werden wir als erstes probieren, wie er dann beim Drauffahren auf die Autobahn geht, was er da kann. Und dann lassen wir es aber wie immer ruhig angehen, damit wir eben nicht den Verbrauchswert komplett ruinieren. Und schauen noch mal, was tatsächlich kommt und wie sich das auf den Verbrauch auswirkt. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Vor uns ist aktuell noch ein Transporter. Ich hoffe, dass der schnell weg ist und wir jetzt hier mal durchstarten können. So, wir können durchstarten. Nicht ganz, weil da kommt was von hinten. Ich fahre somit noch 80. Warte noch, dass die hinter mir weg sind. So, komm. Und jetzt drehen wir mal durch. Versuchen es mal. Er warnt, weil er da hinten was erkennt oder an der Seite was erkannt hat. So, okay. Ja, 140, 150, wieder rüberfahren, 160, 167 wäre der Maximalwert, den er haben soll, der fährt aber 176 nach Tacho. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht und da bleibt er auch. Also, das ist schon recht ordentlich. Und das Geräuschniveau, ja, an dem Zug, also wir haben natürlich hier drin jetzt, machen wir runter auf 150, hier natürlich mehr Windgeräusche. Aber für die Form, die das Auto hat, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Also 150 ist ein Geschwindigkeitsbereich, in dem man das wirklich gut macht. Da gibt es nichts zu meckern. Und wenn ich den jetzt mal runterrollen lasse auf 130, schauen wir mal, wie er dann aussieht. Dass wir den Tempomaten mal anmachen. So, jetzt haben wir den Tempomaten bei, na komm, 130 an. Ich finde, das ist geräuschmäßig okay. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, da fehlt mir was. Finde ich völlig in Ordnung. Das ist für so ein E-Auto, da wird die Größe gut. Übrigens wichtig auch noch, wir haben hier im Fahrzeug aufgrund unserer Ausstattung auch bei den Assistenten sehr viel mit an Bord. Der Wagen bietet, wie die meisten, bereits in der Basis schon einiges. Also ihr habt mit an Bord, ich glaube, ein Tempomat, sogar adaptiv. Ihr habt einen Spurhalteassistenten in der Basis, eine Rückfahrkamera also in der Basis drin. Und einiges mehr. Dazu hier mal kurz die Liste mit der Basisausstattung zum Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme. Darüber hinaus gibt es aber noch ein bisschen mehr. Einiges davon gibt es aufgrund der Ausstattung schon. Also bei uns, in unserem Fahrzeug hier mit der Top-Ausstattung, das seht ihr auch jetzt hier in den Listen mal eben, was da an Assistenten dazu kommt, hat er eigentlich alles. Wichtig bei diesem Fahrzeug hier oder bei dieser Ausstattung hier ist ganz klar der sogenannte Stauassistent, denn der sorgt für dieses Spurhaltesystem, wo das Auto auf der Straßenmitte bleibt, wo ich mich halt um gar nichts mehr kümmern muss. Das ist fast schon teilautonomes Fahren. Tempomat adaptiv habt ihr sowieso. Und damit könnt ihr mit dem Auto recht entspannt fahren. Denn wie ihr sehen könnt, hält den Wagen schön in der Spur. Wobei, und das fällt heute durch den Wind auf, wir haben nämlich, wie gesagt, relativ viel Wind, der Wagen hier, die Lenkeingriffe schon ein bisschen direkter sind, sagen wir es mal so. Das ist das, was ich mit der Lenkung gerade eben meinte. Er ist nicht ganz so feinfühlig. Er hält den Wagen super schön auf der Spur. Überhaupt nichts zu meckern. Also ich habe ja noch nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass hier was nicht stimmt. Aber er ist eben nicht ganz so smooth, wie man so schön sagt, wie man es haben möchte. So, wir sind jetzt hier auf der etwas älteren Teilstrecke der A92. Hier ist nur 120 erlaubt, deswegen fahren wir etwas langsamer. Und hier ist aber auch die Oberfläche eben nicht ganz so gut. Und das merkt man hier im Auto schon. Das hört man auch im Auto. Und da wieder, das Auto ist halt straff, macht Spaß in den Kurven. Bei Sonnenauffahrt wie jetzt wäre das vielleicht ein bisschen komfortabler, wenn man ein bisschen weicheres Fahrwerk hätte. Übrigens, kleiner Zwischenstand, das Autobahnfahren nimmt uns der Motor, bzw. hier der Verbrauch übel. Wir sind jetzt bei 17,7 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer, also schon deutlicher Sprung nach oben und damit auch deutlich über dem angegebenen Wert. Und wir fahren 120 aktuell. Ich gehe jetzt hoch auf 130, weil jetzt ist die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben worden. Und da ist ganz klar bei einem Elektrofahrzeug, klar, wenn ihr mit dem Auto bis 80, 90, 100 fahrt, ist alles gut, alles easy. Alles, was darüber hinausgeht, gerade bei diesem Wagen, merkt ihr halt extrem, denn wir haben hier eine Bauform, die eben nicht perfekt ist, wenn es um die Aerodynamik geht. Der Wagen ist halt sehr kastig, also sehr eckig und kantig. Und damit natürlich nicht perfekt, wenn es um die Stromlinienförmigkeit geht.
Dementsprechend macht sich hier eben das Thema Geschwindigkeit und Windwiderstand dann bemerkbar. Wo wir hier gerade fahren zum Thema adaptiven Tempomaten und Spurhalteassistenten. Spurhalteassistent, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, macht einen guten Eindruck. Adaptive Tempomat ist wie bei vielen anderen Kia auch ein bisschen wenig sensibel. Also der funktioniert gut, aber könnte hier und da ein bisschen ja, weicher arbeiten. Vor allem, was mich hier sehr stört, das haben wir bei anderen Kias aber auch schon gesehen, wenn ich zum Beispiel die Spur verlassen will, um zu überholen, dann braucht er wirklich die komplette Spurwechsel, bevor er wieder Gas gibt. Er erkennt also nicht mein Vorhaben, sondern er will wirklich sehen, dass ich auf der anderen Spur bin, bevor er wieder beschleunigt. Das geht bei anderen Herstellern hier und da schon ein bisschen besser. So, jetzt haben wir die Autobahnstrecke so gut wie hinter uns. In ein paar hundert Meter geht es runter. Wir haben jetzt nicht ganz 60 Kilometer geschafft. Und unser Fahrzeug zeigt jetzt an 18,1 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Bin mal sehr gespannt, wohin sich dieser Wert jetzt entwickelt, denn jetzt geht es noch ein kurzes Stück über Land und dann geht es für uns in die Stadt. Und das ist ja eigentlich so dann eher die Paradedisziplin oder das perfekte Umfeld für so ein Fahrzeug. Bin sehr gespannt, ob wir da wieder was zurückholen. Also jetzt zeige ich da nur noch 17,7 an. Das scheint dann gerade so ein Spitzenwert gewesen zu sein. Warten wir mal ab, wie sich das bemerkbar macht. Im Moment geht der Wert runter. Diese Autobahngeschichte ist vielleicht nicht so das schnelle Fahren, sagen wir mal, wo er sich wirklich zu Hause fühlt. Aber wir warten das mal ab. Das Heck des e-Soul finde ich fast noch spannender als die Front. Wir haben zum einen diese umlaufende Grafik hier, die so ein bisschen so aussieht, als wäre hier bereits die Heckklappe zu Ende. Ist sie aber nicht, denn die geht bis hier runter. Und dieser Teil hier unten, der sieht so aus, wäre ja schon Teil des Heckstoßfängers. Wichtig übrigens zu bemerken, die Rückleuchten hier beim e-Niro sind immer in LED ausgeführt. Dann haben wir hier beim Auto, um so ein bisschen SUV-Charakter zu unterstreichen, noch einen Unterfahrschutz. Wobei ich finde, dass dieses Auto mit dem SUV so gar nichts zu tun hat, aber er ist halt als Crossover oder SUV klassifiziert. Dann haben wir, um dieses Heck nochmal ein bisschen aufzubrechen, hier auf der Seite rechts und links nochmal so kleine Reflektoren untergebracht. Dieses ganze Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Grafiken sorgt dafür, dass das eigentlich sehr gerade und sehr kastenförmige Heck des Fahrzeugs dennoch richtig spannend aussieht. So, jetzt sind wir wieder im Stadtbereich bzw. stadtnahen Bereich. Jetzt heißt es 50 fahren. Wir starten hier mit 17,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das Auto aktuell anzeigt. Und wir schauen mal, wo wir denn während unserer ruhigen Stadtfahrt den Verbrauch hinbewegen können, ob nach unten oder nach oben. Aktuell geht es leicht runter. Hier beim Kia e-Soul kann ich, wie zum Beispiel auch beim e-Niro, die Stärke der Rekuperation des Fahrzeugs über die Schaltpedal hier am Lenkrad einstellen und das in drei unterschiedlichen Stufen. Für alle, die nicht wissen, was rekuperieren heißt, das passiert immer dann, wenn ich das Fahrzeug zum Beispiel abbremse oder den Fuß vom Gaspedal nehme und der Wagen rollt und verzögert, dann macht er das, indem er den Elektromotor, den wir als Antrieb nutzen, umgekehrt nutzt, nämlich als Generator, um Strom zu erzeugen. Und das sorgt zum einen dafür, dass ich Energie zurückgewinne und in die Batterie pumpen kann, zum anderen auch ein kleiner Nebeneffekt, sehr positiv, dass zum Beispiel die mechanische Bremse fast gar nicht benutzt wird. Aber wie gesagt, hier gibt es drei Stufen und das heißt, wenn ich am linken Pedal ziehe, das kann man hier vorne im Cockpit auch schön sehen, dann geht er von Stufe 1 auf Stufe 2, rekuperiert damit stärker. Das heißt, wenn ich einen Fuß vom Bremspedal, vom Gaspedal nehme, dann wird die Verzögerung stärker. Und wenn ich einen weitergehe, dann ist das auf Stufe 3, der höchsten Stufe. Das ist so ein bisschen der sogenannte One-Pedal-Drive. Das heißt, ich kann das Auto im Grunde genommen nur mit dem einen Fuß fahren, weil der so stark verzögert, dass ich die normale Bremse kaum noch brauche. Darüber hinaus bietet der e-Soul die Möglichkeit, hier an dem linken Hebel weiterhin zu ziehen. Und damit bremst er nochmal stärker ab, bis zum Stand sogar. Das heißt, ich kann quasi dieses linke Pedal hier als eine Art Handbremse, sagen wir mal, nutzen. Und kann so das Fahrzeug wirklich nur über den einen Fuß und dann eben über dieses linke Pedal komplett fahren. Wenn ich das rechte Pedal nutze, dann verringert sich diese Stufe, halte ich es länger fest, ich glaube 0,5 Sekunden, sowas waren es am Stück, dann schaltet er sofort auf die leichteste Stufe und die fühlt sich so ein bisschen an wie das normale Fahren mit einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Wo wir hier gerade cruisen, können wir mal kurz über das Cockpit sprechen, denn das hier ist ja serienmäßig ein digitales Cockpit oder zumindest sind es digitale Anzeigen. Und mir wird hier auf der linken Seite der Batteriestatus und die aktuelle Reichweite angezeigt, auf der rechten Seite die aktuell gefahrene Geschwindigkeit und immer, ob ich gerade lade oder ob ich Energie nutze. Das heißt, wenn ich jetzt drauf will, könnt ihr sehen, der weiße Balken, der geht hoch. Wenn ich bremse, geht der blaue Balken runter. Das heißt, er zeigt mir an, lade ich
oder nutze ich Energie aus der Batterie, ziehe ich Energie. Dann habe ich in der Mitte noch die Informationen, zum Beispiel hier jetzt über meine aktuelle Fahrt. Angezeigt werden gerade 17,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 65 Kilometer gefahrene Strecke. Ich kann da aber durchscrollen, kann mir weitere Infos holen, zum Beispiel auch hier sehr schön mein Fahrstil, dass er so ein bisschen sieht, wie fährt er eigentlich. Oder zum Beispiel auch den Energiefluss, was passiert hier gerade, geht Energie aus der Batterie oder in die Batterie, sodass ich einfach so ein bisschen Informationen kriege, Verbrauchsanzeige. Und hier kann ich aber, wie gerade eben schon mit dem Lenkrad erwähnt, hier kann ich eben aber auch durch unterschiedliche Menüs noch laufen, wie zum Beispiel, ich kann mir die Navigationsdaten anzeigen lassen, Reifendruckanzeige und so weiter und so fort. Also ich habe hier noch weitere Möglichkeiten. Es ist so ein Multifunktionsdisplay in der Mitte. Wie ich finde, ist das alles sehr schön anzusehen. Diese Ansichten, die ändern sich aber nochmal, wenn ich die unterschiedlichen Fahrmodi im Auto nutze. Denn der Kia, der bietet unter anderem den Fahrmodus Normal, den haben wir jetzt. Dann hat er den ich jetzt habe, nämlich Sport. Dann seht ihr sofort, ihr kriegt weitere Anzeigen. Links nochmal eine Anzeige zum Thema Drehmoment. Rechts nochmal zum Thema Power Output, etwas farblich unterschieden. Und ich habe nochmal eine Möglichkeit, auf Eco zu gehen. Und dann wird das Ganze ein bisschen grüner und wirkt nochmal, sag mal, ein bisschen umweltfreundlicher. Oder eben, wie gesagt, den normalen Fahrmodus, der auch funktioniert, wenn ich die Modi-Taste länger drücke, dann gibt es auch noch einen Eco-Plus-Modus und das ist dann der extrem sparsame. Eine Sache, die mir beim Elektromobil immer wieder gefällt, ist das Anfahren an der Ampel, denn da könnt ihr das machen. Da kommt kein Benziner hinterher. Keine Chance. Etwas, was halt immer wieder auffällt, wenn man mit so einem E-Auto unterwegs ist, diese Ruhe im Auto, die ist unschlagbar. Ich empfinde das mittlerweile, weil ich ja Gott sei Dank solche Autos immer mal öfter fahren darf mittlerweile, als einen echten Komfort plus. Solche Geräuschverhältnisse, die kennt man eigentlich nur von einem, ja, von einem großen, von einer großen Limousine, aber nicht von so einem kompakten Fahrzeug. Das ist so schön ruhig und vor allen Dingen bleibt es auch ruhig, wenn ihr eben mal Gas gebt. Es wird nicht plötzlich laut, sondern es ist einfach immer angenehm, leise und sehr entspannend. Was übrigens auch so ein Hingucker ist hier im Auto, wenn ihr euch die Türen anschaut, ist nicht nur dieser vordere Teil, über den wir gesprochen haben, sondern auch der Teil unterhalb von der Armauflage, denn da ist der Griff integriert und davor ist so ein, sieht aus wie ein großer Lautsprecher. Und die Formgebung von diesem Teil, dem unteren Teil hier, mit dem darunter befindlichen Ablagefach, das passt alles sehr schön, sehr stimmig ineinander. Und ich finde, da hat Kia, da haben die Designer einfach einen guten Job gemacht. Diese Tür ist interessant anzuschauen. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ist wirklich so. Wenn ihr mal hinguckt, da passt wirklich jede Linie. Das ist einfach nur nett. Gefällt mir persönlich gut. Mal gucken, ob ihr einen anderen Geschmack habt. Eine elektrische Heckklappe, die suche ich für den e-Soul leider vergebens, denn die kann man nicht bestellen. Und die mechanische hier, die geht so weit auf, dass für Menschen wie mich tatsächlich Kopfschmerzgefahr besteht. Aber nichtsdestotrotz, der e-Soul, der bietet ein maximales Kofferraumvolumen mit aufgestellter Rückbank von 315 Litern. Klappe ich die Rücksitze um, dann wächst das Ganze an auf maximal 1339 Liter. Was mir beim Auto ganz gut gefällt, ist, ich habe hier einen Boden, der ist im Moment fast eben mit der Ladekante, also sehr praktisch zum B- und Entladen. Ich kann aber auch, wenn ich hier diese Klappe aufmache, in ein Fach gucken, das nochmal so rund 15 cm Höhe hat und über den ganzen Ladeboden geht. Das heißt, ich kann zum einen hier Dinge einfach ablegen, die vielleicht nicht im Kofferraum zu sehen sein sollen oder die vielleicht nicht durch die Gegend fliegen oder wie bei mir, unten die Einkäufe, oben der Hund. Ich kann aber auch, wenn ich den maximalen Laderaum haben möchte, einfach diesen Boden absenken und habe dann eben die komplette Höhe zur Verfügung. Wer jetzt denkt, oh, wie praktisch, dann kann ich mit so einem Auto doch bestimmt auch einen Hänger ziehen. Nee, so praktisch ist der e-Soul dann doch wieder nicht, denn genau wie beim e-Niro ist hier keine Anhängevorrichtung vorgesehen. So, wir haben jetzt gleich die 70 Kilometer voll und aktuell, nach ein bisschen Stadtfahrt, zeigt unser Auto an 16,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also die Stadtfahrt tut aktuell gut. So, jetzt verlassen wir gleich den Stadtbereich oder Stadtnahenbereich von Landshut und haben jetzt nicht ganz 80 Kilometer, doch, jetzt haben wir so 80 Kilometer geschafft. Aktuell zeigt das Fahrzeug an 16,1 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Damit sind wir schon sehr nah an dem Wert, den Kia angibt mit 15,7. Und ich bin normal gefahren, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie besonders vorsichtig unterwegs gewesen wäre. Wir haben jetzt noch ein bisschen Landstraße vor uns und noch ein bisschen Ortschaften, geschlossene Ortschaften, wo wir halt langsamer fahren müssen. Bin mal sehr gespannt, wo wir landen. Ich denke mal, wir werden den Originalwert oder den angegebenen Wert nicht mehr knacken, aber wenn wir hier in dieser Region bleiben, dann wäre ich persönlich schon mal recht zufrieden. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, der Stauassistent, der ist bereits in der Basis mit dabei. Das heißt, ihr habt diesen
sagen wir, teilautonomen Fahrbetrieb im Endeffekt auf der Autobahn mit an Bord. Immer bereits in der Basisausstattung. Müsst ihr nichts extra für kaufen. So, das war's mit der Stadt. Jetzt geht's weiter über Land. Das Infotainment-System bietet einem übrigens unter dem sogenannten EV-Menü noch zusätzliche Informationen zu meinem gesamten, naja, Fahrbetrieb im Elektromodus. Das heißt, das Auto zeigt mir hier an, wie lange ich warten müsste, je nach Ladestation, bis das Auto vollgeladen ist. Er zeigt mir an, wenn ich es will, wie groß die Reichweite ist, auch in Form von einer Karte, dass ich also einen Radius sehe. Und so habe ich hier die Möglichkeit, mir einfach mehr Informationen zu meinem Auto zu holen, auch darüber, wie ich die Energie verbraucht habe, wie ich effizient ich gefahren bin und so weiter und so fort. Finde ich eine interessante Geschichte, zumindest wenn man eben mehr will als nur das Auto fahren und sich vielleicht mehr dafür interessiert, wie ja, sparsam oder effizient man unterwegs gewesen ist. Falls ihr für euren e-Niro gerne ein Glasdach haben wollt, dann gibt es das, und zwar elektrisch, auch als Schiebedach. Kostet 690 Euro Aufpreis. Der Nachteil dabei ist aber, zum einen haben wir, ähnlich wie bei mir, Gewicht an der falschen Stelle, und zum anderen könnt ihr dann die Zweifarblackierung nicht mehr bestellen. Nochmal zwei, drei Worte zum Thema Infotainment und Bedienung. Das Infotainment bietet hier neben dem Homescreen, der ja dreigeteilt ist, wenn ich weiterwische, eine Direktübersicht, sodass ich praktisch an jeden Menüpunkt direkt herankomme. Darüber hinaus habe ich aber da drunter, also unterhalb vom Bildschirm, noch eine Leiste, wo ich links die Lautstärke regeln kann mit einem Knopf, rechts zoomen kann ebenfalls mit einem Knopf, und in der Mitte finde ich eine Reihe von Knöpfen. Bei einem kann ich direkt zum Beispiel die Karte wählen, beim nächsten kann ich direkt aufs Navigationssystem springen oder aber aufs Radio, auf die Mediasysteme oder auf das Setup, und in der Mitte habe ich auch die Möglichkeit, hier sogar noch beim Radio vorzuspulen bzw. den nächsten Sender zu wählen. Finde ich persönlich eine sehr schöne Geschichte, weil ich wirklich an alles sofort rankomme, ohne das Infotainment und dessen Menüs zu nutzen. Und zusätzlich gibt es ja noch eine Taste, das ist der Stern, das ist die Favoritentaste, die kann ich frei belegen, und bei mir heißt die, ich lande automatisch in dem Elektromenü, wo ich eben alles das finde, was für das elektrische Fahren besonders wichtig ist. Es gibt für den Kia e-Soul zwei unterschiedliche Antriebe, nämlich einmal einen mit einer 39,2 Kilowattstunden großen Batterie und einem 100 Kilowatt starken Motor, oder aber unsere Variante hier mit einem 64 Kilowattstunden großen Akku und einem 150 kW bzw. 204 PS starken Elektromotor. Die Reichweite unseres e-Soul hier mit dem großen Akku, die ist angegeben mit über 450 Kilometern, also schon ordentlich. Nichtsdestotrotz werdet ihr natürlich aber laden müssen. Und da gibt es bei dem Fahrzeug unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hier vorne die Ladebuchse, die ist bekannt, die ist bei allen anderen Fahrzeugen und Elektrofahrzeugen im Grunde genauso. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Fahrzeug einer normalen Haushaltssteckdose zu laden. Das dauert allerdings dann rund 29 Stunden, ist also eigentlich keine Option. Dann haben wir die Möglichkeit, es einphasig zu laden an der Wallbox. Das geht in circa 9,5 Stunden. Und mittlerweile bei den neuen Modellen bietet Kia jetzt an, wie auch hier beim e-Soul, die Möglichkeit, optional einen dreiphasigen Bordlader mit dazu zu kaufen. Der kostet 500 Euro Aufpreis. Wichtig ist aber, ihr braucht das passende Kabel. Das kostet nochmal, ich glaube, etwas über 300 Euro. Dann könnt ihr das Fahrzeug an dieser Wallbox in rund 7 Stunden vollladen. Wenn ihr an Schnelllader geht, dann sagt Kia, das Auto ist vollzuladen an einem 100 kW Lader innerhalb von 54 Minuten von 0 auf 80%. Und ich habe das ausprobiert. Dazu gibt es übrigens nochmal ein separates Video, wenn ihr das schauen wollt, wo im Detail gezeigt wird, wie dieser Ladevorgang läuft und was ich während der Zeit gemacht habe. Aber wir haben an einem 300 kW Lader gestanden und der Wagen hat tatsächlich zwischendurch Ladeleistungen akzeptiert von bis zu knapp unter 70 kW. Also relativ schnell. Das heißt, wenn wir uns das ausrechnen, da ist das mit der knappen Stunde überhaupt kein Problem. Wobei man immer dazu sagen muss, ab 80%, also wenn ihr voll laden wollt, dauert es ein bisschen länger. Aber auch das seht ihr in dem separaten Video. Wie gesagt, in 54 Minuten von 0 auf 80%, ich denke, das ist okay. Zumal er eben, wie gesagt, in der Basis schon eine sehr ordentliche Reichweite bietet. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Nur noch ein paar Meterchen, dann haben wir uns 100 Kilometer voll. Und jetzt über Land haben wir 16,2. Das ist zumindest die Anzeige für den Verbrauch bei unserer Fahrt hier. 100 Kilometer über Land, durch die Stadt, über die Autobahn. Also 0,5 Kilowattstunden über dem, was Kia angeben, und ich denke, das ist ein vernünftiger Wert. Ich fahre jetzt mal zu Ende und dann werde ich mir das Laden gönnen, und dazu gibt es dann auch ein paar Infos, wie gesagt, am Schluss. So, die 100 Kilometer sind geschafft. 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist die Anzeige. Also wir haben über Land nicht wirklich was gut machen können, aber in der Stadt schon was zurückgeholt, und ich fahre jetzt mal eine Runde laden und schauen wir mal an, was das Auto da kann. Auf dem Weg dann gebe ich noch ein bisschen Gas, damit der Akku möglichst leer wird.
Und wie wir sehen können, übrigens die Reichweite mit 83 jetzt angegeben. Als wir losgefahren sind, waren es glaube ich 170. Wir sind 100 gefahren, also haben wir da nochmal 10 Kilometer rausgeholt. Ja, ich denke, kein Überraschungswert. Einfach vernünftig und ordentlich. So soll es sein. Das war sie, meine 100 Kilometer Verbrauchsfahrt im neuen Kia e-Soul. Bevor wir aber über das Thema Verbrauch sprechen, sprechen wir erstmal über das Auto im Allgemeinen. Was mir bei dem e-Soul sehr gut gefällt, ist, dass er, obwohl ein Elektrofahrzeug ist, nicht sofort als Stromer ins Auge sticht. Man erkennt es ein bisschen an der Front, natürlich an der Ladeklappe, aber er kommt nicht daher und sagt, hallo, ich bin elektrisch, sondern der schwimmt einfach so mit und das, obwohl er einen ganz eigenen Look hat. Was mir ebenfalls ganz gut gefällt, das ist das Interieurdesign, gerade vorne für Fahrer und Beifahrer. Denn ich finde sowohl die Sitzposition, die Platzverhältnisse sehr gut, als auch das Design dieses Cockpits und des Armaturenbretts, das hat einfach was Besonderes. Gerade die Mitte mit dem großen 10 Zoll Touchscreen wirkt sehr hochwertig, wirkt trotzdem aufgeräumt und ist immer noch einzigartig. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Head-Up-Display. Das ist bei der größten Ausstandslinie mit dabei, braucht aber im Grunde genommen kein Mensch und ist für große Menschen schlecht einstellbar. Also gerade für große Menschen wie mich, da stößt es dann doch an seine Grenzen. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, das ist das Thema Platz auf der Rückbank, denn im Grunde genommen passe ich da vernünftig rein. Schade ist hier, dass ich genau wie bei zum Beispiel dem e-Niro eigentlich keinen Platz für meine Füße finde und dass meine Knie sehr hoch sind. Aber das ist halt der Preis, den ich zahle, wenn ich im Unterboden des Fahrzeugs eine Batterie verbaut habe. Der Kofferraum, denke ich, ist auch völlig in Ordnung. Und was mir ebenfalls ganz gut gefällt, es gibt bereits in der Basis reichlich Assistenz- und Sicherheitssysteme. Und auch diese Ausstattungen, die Kia hier anbietet, die sind wirklich vernünftig. Das heißt, ich habe eine relativ gute Basisausstattung und die beiden, die da oben drauf kommen, die bieten ein paar Extras, die machen Sinn, die machen auch Spaß. Und ich muss vor allen Dingen nicht 150 Haken setzen, um ein Auto vernünftig zusammenzustellen. Dafür ist der e-Soul aber auch nicht billig. Die kleinste Variante kostet rund 33.000 Euro. Unserer hier, die Basis, mit rund 43.000 Euro, schon ein ganz schöner Happen. Und wenn man dann das dazu packt, was wir noch dabei haben mit dem Lounge-Paket und der Zweifarblackierung, sind wir bei rund 45.000 Euro. Ist also kein kleines Geld, aber es gibt noch Förderungen, die darunter gehen und damit wird das Ganze dann sicherlich wieder noch mal interessanter. Jetzt aber zum Thema Verbrauch. Kia gibt den e-Soul an mit einem Wert von 15,7 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Während unserer Fahrt 100 Kilometer über Land durch die Stadt und über die Autobahn haben wir festgestellt, wenn man auf der Landstraße ruhig fährt, kann man diesen Wert unterschreiten. Wenn man in der Stadt das Ganze etwas entspannter angehen lässt, kann man auch dort wirklich mit wenig Energie auskommen. Wo er mehr braucht, ist auf der Autobahn und vor allen Dingen dort merkt man die höheren Geschwindigkeiten. Liegt aber ganz sicher auch an der Form des Fahrzeugs und dem logischerweise etwas schlechteren CW-Wert. Nichtsdestotrotz, am Ende unserer Fahrt hat bei uns hier im Cockpit ein Wert gestanden von 16,2 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer, finde ich einen wirklich vernünftigen Wert. Zumal Kia die Reichweite des Fahrzeugs angibt mit 452 Kilometer maximal. Ich meine, mich erinnern zu können, wir hatten eine Anzeige von 370 Kilometer bei unserer Abfahrt. Und das heißt für mich, dass ich, wenn ich normal fahre, tatsächlich diese Werte auch erfahren kann. Das hat das Ende unserer Fahrt auch gezeigt. Wir hatten ziemlich genau 100 Kilometer weniger Reichweite bei unserer Ankunft. Ich glaube, es waren sogar nur 90 weniger. Darüber hinaus kommt das Thema Laden beim Fahrzeug und das funktioniert ebenfalls sehr gut. Kia gibt den Wagen an mit 54 Minuten von 0 bis 80% Akkuleistung. Und wir haben das Auto mal an einen 300 kW Lader gehängt und siehe da, fast 70 kW Leistung war der Spitzenwert, den wir erreichen konnten. Und das heißt für mich ganz klar, diese 54 Minuten sind gar nicht so weit weg von der Realität, das ist durchaus zu erreichen. Und das Ganze eben kombiniert mit der Basisreichweite sagt mir, ich kann mit dem Auto auch mal eine längere Strecke fahren, vorausgesetzt unterwegs gibt es einen Schnelllader. Und an dieser Stelle lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitte gerne kommentieren. Schreibt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr vielleicht noch für Fragen habt. Und natürlich freue ich mich über jeden neuen Abonnenten. Und bitte nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn nur dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos.